Herzlich willkommen, Jan Ruven. Falls Sie gerade zuschauen, heute ist Bad Hair Day. So. Das, was der da eben hier zu mir hat, habe ich. Das, das hast du auf einer anderen Stelle. Ich fange auch farblich jetzt ab. Als Magier in Las Vegas ist das wichtig, dass die Frisur stimmt, weil Siegfried und Roy hatten ja auch also außerordentliche Frisuren. Hans Klock, alle diese Magier haben immer echt solche Mähnen oder so Struwwelpeter-Frisuren. Muss das sein? Kann man auch, könnte ich mit meiner Frisur als Magier auch Karriere machen? Bestimmt, ja. Vielleicht. Ja. Gibt's es? Den Bart würde ich noch ein bisschen extremer dann vielleicht. Ja. Okay. So ein bisschen mehr konturiert, würde ich sagen. Ja. Ja. Das, was du machst, ist ja. Ja, alle Arten der Illusionen. Oder nennt man denn, würdest du es Zauberei? Ja, ich mache da eine komplette Abendshow und das ist das Schöne, das konnte ich in Deutschland so nie machen. Ich war oft dann engagiert in anderen Programmen, ja. Dann macht man ein paar Acts und da kann ich wirklich 90 Minuten zeigen, was ich kann und dann ja. Hat man auch ein Gefühl fürs Publikum und kriegt die Leute richtig. Und das ist schon schön. Du bist ja hier auf einigen Las Vegas Magazinen zu sehen. In welchem Hotel, ist ja meist immer in Hotels, ne? In Hotels, wo du dann... In Riviera. Jedes Hotel hat ja ein großes Spielcasino und ich bin im Riviera. Okay. Da ist schon Elvis aufgetreten, also ganz geschichtsträchtiges. Da, wo du jetzt zauberst, ja. Ist schon Elvis aufgetreten? Frank Sinatra. Frank Sinatra? Ja, Wahnsinn. Ist das so dein Ziel, so in die Fußstapfen von Siegfried und Roy zu treten? Ja, das ist natürlich der Traum eines jeden deutschen Magiers, würde ich mal sagen. Und mir ist der jetzt eigentlich gelungen, weil das ging auch relativ schnell. Ich bin jetzt seit ein bisschen über 2 Jahren da, feiere okay. Jetzt bald meine 1000. Abendshow und Siegfried und Roy sind ganz begeistert. Die wurden 5 Minuten von mir entfernt. Ach, wir sehen uns Sie? Ab und zu. Ja, jetzt Roy hatte gerade Geburtstag okay. Vor ein paar Tagen. Grüße und bitte. Ja, werde ich ausrichten. Ich habe die mal besucht vor, schon lange her, vor 10 Jahren oder so. Das war sehr interessant. Da durfte ich einen kleinen Leoparden, glaube ich, streicheln. Backstage. Warst du mal Backstage bei Siegfried und Roy, als sie noch die Show gespielt haben? Oder kanntest du sie erst nach dem Unfall? Nee, ich war auch mal Backstage. Ja. Ich habe die Show mehrmals gesehen und habe jetzt in meiner Show auch von den beiden exklusiv einen Act in meiner Show drin, sozusagen als, okay. Als Tribute, wo ich dann erzähle, dass ich als 16-Jähriger das erste Mal die Show gesehen habe und Siegfried mich gefragt hat, was hat dir dann am besten gefallen in unserer Show? Und den Act hat er mir dann gegeben und den führe ich jeden Abend vor. Und das kommt super an. Das haben wir gerade neu in die Show reingenommen. Okay. Verdient man da schon, wenn man so im Riviera spielt, verdient man schon Millionen? Wie Siegfried und Roy? Oder muss man sich auch so ein bisschen hocharbeiten? Fängt man klein an, kriegt man erstmal nur Essen und Trinken und dann. Ja, Amerika ist wirklich das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Das ging bei mir unheimlich schnell und das habe ich so auch nicht erwartet. Also man kann da, das wäre so in Deutschland nicht möglich gewesen. Da ist halt jeden Abend Frechen geboren, in Kerpenhorn aufgewachsen. Ja, guck mal hier, Frechen geboren in Kerpen. Ich bin auch seit 2 Jahren das erste Mal wieder in Köln und habe heute Morgen okay. Als erstes Mal ein Mettbrötchen gegessen. Lecker, oder? Weil ein knuspriges das Brötchen, ist das Schlimme in Amerika, das gibt's da nicht. Nee, nein. Gibt's nicht. Ein knuspriges Brötchen und mal gute Wurst und mal ja. Kölsch. Rohes Fleisch so essen Sachen. In Amerika nur Tiere. Ja, also das ist... Dafür essen die so getrocknetes Zeug aus der Tüte, ist auch nicht viel besser. Aber wir haben jetzt eine deutsche Bäckerei bekommen ja. Und denen fehlt aber ein spezielles Mehl. Also das Brötchen ist... Ja. Ich hoffe, die gucken jetzt nicht zu. Das ist, da muss noch was gemacht werden. Wir haben hier mal einen Ausschnitt gezeigt von einem Zauberer bei einem kleinen Stadtsender hier in Köln. Center TV heißt der. Der ist sehr lustig. Den möchten wir noch mal zeigen. Mal gucken, wäre dir das auch passiert? Schau mal. Ist dieser Becher sicher? Ja. Ist dieser Becher sicher? Einfach jedes Mal ja sagen. Ja. Ist dieser Becher sicher? Ja. Ist dieser Becher sicher? Ja. Ist dieser Becher sicher? Ja. Okay. Ich glaube, kennst du das, wenn man zwischen zwei Dingen alterniert und man weiß einfach nicht, für was man sich entscheiden soll? Ich glaube, dieser Becher ist sicher, ja. Anfänger, oder? Kann passieren. Kann passieren? Kann passieren.
Gott was sei Dank. Es gibt immer ein Restrisiko. In meiner Show, ich mache auch viele gefährliche Dinge. Ja. Und man hat mir in Las Vegas jetzt so den Beinamen der Mann mit den 7 Leben gegeben. Okay. Ist übrigens in Amerika 9 Leben. Das kommt irgendwie von der Katze, also ist da ein bisschen anders. Und das ist schon, ich gehe unter Wasser und hänge kopfüber, muss mich entfesseln. Also das ist natürlich immer ein Restrisiko. Die Frisur. Genau. Es ist immer so ein Restrisiko beim Zaubern und gerade bei gefährlichen Dingen, da muss man halt Wir werden aufpassen. Jetzt gleich diesen Trick, den Sie gerade gesehen haben, aber viel größer, mit viel fieseren und härteren Gegenständen durchführen. Und Ross Anthony... Nee, überhaupt nicht. Und Ross Anthony wird unser Opfer, kann man sagen. Ne? Ja. Also bleiben Sie dran, gleich hier, der größte Magician Deutschlands auf dem Weg, auf der Ruhmesstraße in Las Vegas. Und Ross Anthony blutet. Gleich hier in der Show, bleiben Sie dran. Da sind wir wieder zurück. Ross Anthony und Jan Ruven. Wie sprechen die in Amerika aus? Jan Ruven? Jan Ruven. Jan Ruven. Okay. Ja, ich sag das, wenn ich auf die Bühne komme, dreimal, dass die das dann auch wissen. Und es dann richtig aussprechen, wenn sie es ihren Freunden und Bekannten erzählen. Okay. Ganz Amerika kommt in die Show, das ist das Tolle. Und viele Deutsche. Wir haben jeden Abend 50 Deutsche im Publikum. Ja, das war bei Siegfried und Roll auch immer so. Die haben dann immer auf Deutsch alle Deutschen begrüßt. Wir möchten alle Deutschen begrüßen. Jemand aus Rosenheim hier. So mache ich das auch. Ja, genau. Jemand aus Verfreschen da. Jetzt hat man Bergheimer da. Kannst du ein bisschen Kölsch sprechen? Ja. Richtig. Ja. Wir gehen mal rüber. So. Okay. Und jetzt machen wir diesen Trick, den wir eben gesehen haben. Also hoffentlich in richtig. Ja. Statt des Nagels haben wir the knife. Und das ist wirklich hammerscharf hier. Ja. Ross. Ja. So, jetzt bist du dran. Hammerscharf und unpräpariert. Okay. Ja. Nimm das mal so in die Hand. Okay, Hand ausstrecken. Rot trägt er ja schon, da kann ich mir viel. Okay, jetzt. Die andere Hand hier oben drüber. Okay, jetzt geh mal langsam mit der Hand nach unten, bis du die Messerspitze spürst, ganz langsam. Spürst du die Messerspitze? Ich spüre es. Okay, dann schließ jetzt bitte deine Augen und konzentriere dich auf das Gefühl des Messers zwischen deinen Händen. Mach dir mit allen Sinnen bewusst, welche Gefahr von der Schneide und von der Spitzenklinge ausgehen. Spürst du die Gefahr? Ich spüre auf jeden Fall. Okay. Ja. Dann halt die Augen geschlossen. Du musst das jetzt fest in deinem Bewusstsein verankern und dieses Gefühl gleich mit Hilfe deiner inneren Stimme, deines Bauchgefühls und deiner Intuition wiederfinden. Bist du bereit? Ich bin auf jeden Fall bereit. Öffne wieder die Augen. Ja, jetzt kannst du die Hände wieder wegnehmen. Jetzt kannst du entspannen. Entspannen. Das weiterhalten? Ja, halte noch. Okay. Jetzt brauchen wir eine Dame. Okay. Eine uneingeweihte, zufällige Dame. Ich brauche eine Dame, die hier Schicksal spielt. Also die Schicksal spielt. Die sagt, wo das Messer drunter ist, damit der Ross da draufhauen kann. Alles klar. Ja, vielleicht hier die junge Dame, die unsere Sendung angesagt hat. Kleinen Applaus kurz hierfür. Komm mal nach vorne. Hallo. Hallo. Sie hat meinen Namen richtig ausgesprochen. Ja? Ja. Okay. Sehr gut. Wie heißen Sie? Camille. Camille, okay. Du gibst mir das Messer, ihr tauscht gerade mal Plätze, du wartest dort drüben. Ich gehe mal ein bisschen weiter weg, damit hier auf keinen Fall mit der Sache in Berührung kommt. 5 Halterungen und 5 Abdeckungen. Ja. Die sind auch alle gleich, man kann da auch nicht durchschauen. Nimm mal eine und schau dir die eine Abdeckung. Kann man da irgendwie durchschauen? Nee. Okay, sind alles die gleichen? Okay. Nimm die ganze Box. Deine Aufgabe ist gleich ganz einfach. Du nimmst eine Abdeckung und stellst sie über das Messer. Oh mein Gott. Und dann, dir kann gar nichts passieren. Die restlichen hier drüber. Du deckst alles ab. Wenn alles abgedeckt ist, ganz wichtig, mischen. Du mischst die alle durch. Ja, und denk dran, du kannst die Abdeckungen mischen, kannst die Halterungen mischen. Spielt alles keine Rolle. Die Box stellen wir hier unten hin, dann hast du es gleich einfacher. Um das Ganze jetzt fürs Publikum noch etwas spannender zu machen, klappen wir das hier noch hoch, damit niemand sieht, wo sich das Messer gleich befindet. Ich gehe auch noch mal, damit du kommst auch mit. Er darf auch nicht. Ich freue mich richtig jetzt gerade. Okay, so. Nicht Pinks. Okay, dann Camille, fang an, deck das Messer ab, stell eine Abdeckung über das Messer und dann auch eine Abdeckung über die anderen leeren Halterungen. Und können wir das nicht aufteilen, ne? Ich mach den alle einmal und dann kommst du da. Mach dir keine Sorgen, was einmal schief geht, geht auch zweimal schief.
Camille, wenn alles abgedeckt ist, dann mischst du die Halterung. Richtig gut mischen, okay. Und wenn du fertig bist, schreist du laut I'm ready mit Hüftschwung. Ja, die Amis machen das, die machen das. Ja? Das ist die Amerikaner stehen auch sowas. Die gehen richtig da jemand im Publikum und dann machen die I'm ready. I'm ready. Nee, sie macht es dann erste Mal nicht und dann musst du es wiederholen und dann ja? Wie viele Leute gehen bei dir in das Theater rein, wo du spielst? 750. 750 Leute. Und dann spielst du zweimal am Tag oder wie oder einmal? Oder wie einmal an Feiertagen und wenn es voll ist in Vegas, dann auch schon mal zweimal. Okay. Ja. Und heute bist du hier, weil du hast Urlaub bekommen? Normalerweise ist es doch jeden Tag, oder? Ja, ich habe 2 Wochen Jahresurlaub. Die Amerikaner haben ja nicht, die sagen immer, Mensch, you're from Germany, you have vacation, you have a month. Ja. 2 Wochen. Und mein Manager hatte die gute Idee, dass ich eine Show mache auf einer Schiffsreise. Ich gehe jetzt hier nach auf TUI, mein Schiff 1. Die haben eine Magie und Meer. Okay, dann fährst du mit dem Schiff wieder zurück. Na, ich fahre dann einmal von Mallorca rund und das ist dann praktisch Urlaub mit Show verbunden. Das ist ein bisschen weiter, gell? Müssen wir, ist sie fertig? Ja, ist sie fertig? Camille, du sollst, wenn du fertig bist, schreien I'm ready. I'm ready. Bist du? So, okay. Und jetzt? Camille, kann ich jetzt noch wissen, wo sich das Messer befindet? Ich glaube nicht. Ich hoffe nicht. Weißt du, wo das Messer ist? Du hast es vergessen. Nee, hast du jetzt, du hast vergessen, wo das Messer ist? Nein, nein. Einer muss Track keepen. Ich hoffe schon. Ja, ich. Dann kannst du den Act jetzt genießen. Ein Riesenapplaus für Camille. So darf ich das letzte Wort haben. I'm not ready. Weißt du, wo das Messer ist? Im Moment nicht, ich spüre das. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut, denn jetzt musst du das Messer finden. Okay. Mit deinem Bauchgefühl und deiner Intuition. Ja, mein Bauchgefühl ist, ich möchte gerne essen, aber... Wir fangen hier an. Bist du sicher? Weißt du... Ja, ja. Der Typ hat auch gedacht, er wäre sicher. Weißt du, ob hier das Messer ist? Nein, es ist nicht da. Nein, er hat Nein gesagt. Ne? Er hat Nein gesagt, oder? Du hast Nein gesagt, oder? Nein gesagt. Ja. Aber ich wollte kein Messer. Erst, das war in meinem Kopf erst. Ich habe noch nicht gesagt. Also, aber der Act ist gefährlich. Okay. Konzentrier dich. Hier machen wir weiter. Okay, Ross, ist hier das Messer ja oder nein? Ach, wir sagen nein. Oh. Aber richtig, okay. 3 Abdeckungen sind noch übrig. Die Chancen, dass du jetzt gleich einen Fehler machst, steigen. Ja, ja. Also, ich habe noch Shows nächste Woche. 1, 2, 3. Sag mir eine Nummer von 1 bis 3. 1, 2 oder 3? 2. 2. Er hat 2 gesagt. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay. Gott sei Dank muss ich nicht dran. Ist gut, ne? 2 Abdeckungen sind noch übrig. Eine gefährliche und eine ungefährliche. Eine mit Messer, eine ohne. Ja. Wie fühlst du dich? Ich fühle mich im Moment super, weil ich nicht das machen muss. Die Antwort war falsch. Warum? Komm mal mit. Ja, ich habe ja noch Shows. Hey, klatsch gerne. Applaudier dich. Wenn er jetzt... Wenn er jetzt tatsächlich über der Tüte die Hände hätte, wo das Messer drunter wäre, würdest du eingreifen? Ich würde ihn lassen. Ja? Ja, ja, vielleicht. Ich gehe ja wieder nach Amerika, das ist jetzt das Schöne. Okay. Man hat nicht mehr so dieses Fieber, in der deutschen Fernsehung was falsch zu machen, weil... Ne, Aber es ist total krass. Ich guck mal, ob da irgendwelche Markierungen sind, aber es gibt keine Markierung, gar nicht. Vielleicht sind welche an deinen Hemden. Es spielt auch keine Rolle. Das spielt ja auch gar keine Rolle, denn du musst das ja machen, nicht ich. Gib mir mal deine Hände. Okay, okay, halt deine Hände einfach so beide, über beide diese Beine. Beide runterkloppen. Hey, das gefällt dir, ne? Das gefällt ihm. Okay. Du konzentrierst dich jetzt nur darauf, was du mit deinen Händen spürst. Schließ deine Augen. Ja, das tue ich gerade. Hat sie geschlossen? Konzentriere dich nur auf das, was du mit deinen Händen spürst. Wo ist das Messer? Unter deiner rechten oder unter deiner linken Hand? Ist es rechts oder links? Heb jetzt langsam die Hand, bei der du Gefahr gespürt hast. Langsam heben. Heb langsam die Hand, bei der du Gefahr gespürt hast. Ich habe echt keine Gefahr gespürt. Warte mal. Warte mal. Ich habe keine Ahnung.
Ja, da kannst du beide runterkommen. Ich glaube, so. Ah! Nochmal Glück gehabt. Sehr gut. Das kann wirklich nicht durchgehen. Wolltest du wegziehen? Ja, hallo, ich bin nicht blöd. Ich wollte wegziehen. Habe ich bald zum 1000. Mal gemacht. Wir in 2 Wochen, wie gesagt, 1000. Show in Las Vegas. Ist immer gut gegangen. Immer gut gegangen, boah. Ja. Toi, toi, toi. 7 Uhr allabendlich im Riviera Hotel, ne? Falls Sie mal in Las Vegas sehen, gehen Sie vorbei, schauen Sie sich das an. Vielen Dank. Das war's schon für heute. Am Montag sehen wir uns noch mal wieder. Und dann, wen haben wir da zu Gast? Oh, da haben wir 2 Typen zu Gast. Die sind die Stars der Let's Play-Szene. Kennst du das? Nee. Let's Play-Szene, da spielen Leute Computerspiele, filmen sich dabei und kommentieren das. Mhm. Ja, unglaublich erfolgreich im Netz. Jetzt kommt Are You There, Chelsea? Are you there, Chelsea? Kennst du? Mhm. Ich nicht. Schau ich mir jetzt an. Tschüss, das war's für heute. Jan Ruben und Ross Anthony. Und das heißt, wir kriegen einen neuen Vizekanzler. Das war bisher Fipsi Rösler. Der ist leider weg. Schade. Damit ist auch die tolle Fipsi-Buchreihe gestorben. Ja. Aber wir bekommen ja auch einen neuen Vizekanzler. Und zwar nicht irgendjemand. Jetzt kommt Fett Siggi. Ja. Sigmar Gabriel, Fett Siggi. Und natürlich startet heute auch schon die neue Serie der Fett-Siggi-Bücher hier, das ist das erste. Fett-Siggi, das ist das erste. Fett-Siggi ist fett im Geschäft. So, das ist der Nachfolger der Fipsi-Bücher. Ich freue mich schon.